Hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnight mit Herd. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Zucchini-Lasagne mit frisch geriebenen Käse. Braucht ihr alles für eure Zubereitung? Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Bei jeder Vorbereitung, gerade bei den heißen Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, meine Lieben. Allererst schmeiß ich meine Herdplatte an. Macht eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann gebt ihr einen Schuss Öl rein. Dann gebt ihr euer 500 Gramm Hackfleisch rein. Dann braten wir das Ganze gut an. Dann geben wir noch unsere Zwiebel hinzu. Dann brauchen wir eine Prise Salz, Paprika, Pfeffer. Dann einen Schuss Rotwein. Dann ein bisschen Rinderbrühe. Dann schneide ich meine frischen Tomaten. Dann werden meine Tomaten gefickt, gemischt. Dann habe ich noch ein bisschen Tomatenmark hinzugefügt. Das gebe ich noch in die Pfanne hinzu. Dann lasse ich das Ganze noch ein bisschen kochen. Brauchen wir Zucchini. Wird dann so in Scheiben geschnitten. Dann geben wir unsere Zucchini in eine Auf. Dann kommt die zweite Schicht Bolognese. Dann nochmal Zucchini. Dann nochmal Hackfleisch. Dann machen wir noch eine Schicht Zucchini drauf. Dann nochmal Bolognese-Hack. Käse. Backofen habe ich auf 220 Grad vorgeheizt. Dann schmeiße ich euch das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Dienstag.